Wir sind jetzt gerade dabei, uns zu formieren sozusagen, bilden unterschiedliche Finger, nennt sich das, und laufen dann Richtung Grube oder Gleis, je nachdem. Und dann teilen wir uns auf und das ist halt die Taktik, damit wir möglichst effektiv und hoffentlich auch erfolgreich in die Grube kommen. Ich bin hier, weil ich etwas praktisch machen will für den Klimaschutz und auch ein richtiges Signal aussenden will. Letztes Jahr war das schon eine ganz tolle Aktion und ich glaube, dieses Jahr, wenn wir wieder Bilder erzeugen, wie Menschen friedlich diese Kohleinfrastruktur lahmlegen, dann hat das hoffentlich einen Effekt auf den Rest der Bevölkerung, dass es so nicht weitergehen kann. I have been part of this campaign for 2.5 years. It's great to see a lot of people from not only the environmental movement, but also from different part of political organizations, feminist movements, and every kind of movement just come together on one single cause. That's great. Trying to get in the mine, and I'm part of a pink bloc, which is a feminist LGBTQI bloc, trying reclaiming our right to organize between women and gender minorities. Wir sind vor, ich sag mal, einer Stunde oder so mit drei Fingern, drei Gruppen vom Camp losgelaufen, blau, grün und rot. Blau und rot gehen in die Grube, grün auf die Schiene. Kohlebagger raus aus der Lausitz! Kohlebagger raus aus der Lausitz! Da sind ja viele Leute hier, die aus dem Castor-Widerstand geschult sind. Da ist man ja Aktionswochenenden gewöhnt. Ich hoffe, dass wir sozusagen ein Wochenende von so rollenden Erfolgsmeldungen haben werden. Und mal gucken, was jetzt mit uns passiert. Aber wir sind gut aufgestellt, wir sind viele Leute, deutlich mehr als die Polizei. Also bezweifle ich im Moment auch nicht, dass wir in die Grube kommen. Auf geht's, auf geht's, Ende Gelände! Auf geht's, auf geht's, Ende Gelände! Wo ist der Rest? Okay. Wir sind auf dem Wege, ein paar Gleise wohl voraussichtlich zu besetzen da vorne, die zum Betriebsgelände von Vattenfall gehören. Andere Gruppen von uns sind in die Kohlegrube eingestiegen und blockieren gerade wohl Bagger. Das heißt, wir hier von Ende Gelände sind dabei zu versuchen, den Betrieb zumindest vorübergehend lahmzulegen. Vielleicht das Bild? Mhm. Da ist jetzt bestimmt. So, we're here. Physically stopping the transporting of coal between a coal mine and a coal power plant. Bah, parce qu'on est en situation d'urgence climatique, c'est-à-dire on n'a plus que quelques années pour sauver le climat et éviter que on atteint les seuils critiques en termes de réchauffement global. Et donc l'humanité, les citoyens, les gouvernements, les entreprises doivent agir maintenant. Donc continuer à dépendre des énergies fossiles, continuer à les exploiter, comme c'est le cas ici, alors que justement on pourrait fermer cette mine. Der rote Finger ist schon in der Grube, der blaue Finger bewegt sich gerade in die Grube rein. Bisher können wir nur stillstehende Kohleinfrastruktur sehen. Damit haben wir unser Aktionsziel erreicht, die Kohleinfrastruktur stillzulegen. Das ist ein Riesenerfolg. Das ist jetzt schon klar, dass wir für mindestens Freitag und wahrscheinlich das ganze Wochenende die Grube lahmgelegt haben und ein ganzes Wochenende Millioneneinnahmen für Vattenfall verhindert haben. Well, I'm Polish and I'm here because also coal lignite actually is not really just a German problem. It's quite a universal problem in this part of Europe. Unfortunately, in Poland, we don't manage to do such huge actions to show our government that coal is the wrong way to go and you should stop digging it out of the ground. I am from Sweden and I'm here to protest against the mining of fossil fuels by the state-owned Swedish energy company Vattenfall.
the scientific fact behind climate change says that we must keep 80% of fossil fuels in the ground and we cannot keep mining this coal. Ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht so klar, was diese ganze Abraumgeschichte und was mit dem Land passiert und dass Braunkohle oder generell Kohle auch ganz schöne Landschaftsveränderungen hervorrufen kann. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst und ich hoffe, diese Bilder erreichen einige und dass es verbreitet wird, wie krass diese Sachen sind. Ja.